Vielleicht am Arbeiten. Was am Arbeiten? Ich sollte viel mehr irgendwie so realen TikTok-Content drehen. Ich tue mal nur so Trends machen oder irgendwelche Videos, wo man gar nicht mitbekommt, was ich eigentlich für eine Person bin. Aber ich wüsste gar nicht, was soll ich da so erzählen oder keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. So, wisst ihr? Aber ich würde viel lieber so einen Content machen irgendwie. Deine Meinung zu 11-Bar-E-Zigaretten. Also ich muss sagen, ich rauche sehr selten 11-Bar, aber ich lieb's. Aber ich mach's einfach nicht, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich 11-Bar rauche, dass ich irgendwie... Und ich finde, 11-Bar macht sehr süchtig. Die hält bei mir einen Tag, deswegen lohnt sich sie eh nicht. Putzt du ohne Handschuhe? Ja, natürlich. Warum soll ich mein Zuhause mit Handschuhen putzen? Es ist ja hier nicht so dreckig. Vor allem, ich muss ja nur Staub saugen und wischen. Wofür brauche ich da Handschuhe? Vielen, vielen Dank, Jonas, für die Likes und generell an alle für die Likes. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Aldi. Rauchen ist natürlich auch sehr ungesund. Aber 11-Bar habe ich irgendwie echt immer das Gefühl, dass ich danach irgendwie krank bin. Ich weiß auch nicht. Ich bin 1,60 groß. Vielen, vielen, vielen Dank für die 10k Likes. Freut mich. Also ich denke, ich bleibe jetzt noch 5 Minuten an und dann muss ich leider anfangen, mich um die alltäglichen Sachen zu kümmern, weil ich es die letzte Woche nicht gemacht habe, weil ich nur im Bett lag. Gerade mache ich nichts beruflich, aber ich bin eigentlich Rechtsanwaltsfachangestellte. Ich war in der Dominikanischen Republik im Urlaub. Ich bin 1,60 groß. Darf man dir noch irgendeine Freude machen? Ich habe gerade eigentlich keinen Wunsch. Danke, lieb. Bist mega hübsch. Du bestimmt auch. Vielen, vielen Dank. Stark. Wieso stark? Liest du gerade Bücher über Paragraphen? Nee, lese ich so nicht in meinem Alter. Du kannst auch beim Anwalt arbeiten, wenn du Hauptschulabschluss hast. Also ich hatte so viele, der Beruf ist so gesucht, das ist dir eigentlich schon mittlerweile egal. Dankeschön. Aber es ist echt so, ich dachte auch am Anfang so rechts als Fachangestellte, oh mein Gott, wie krass und bla bla, aber eigentlich ist es gar nicht so krass. Ich schwöre. Nee, Sekretärin würde ich jetzt nicht sagen. Du musst schon mehr drauf haben. Du brauchst ja Fachwissen irgendwie. Vielen, vielen Abschluss. Also ich habe einen Realschulabschluss und ich habe nämlich nicht, ich habe nur ein paar Folgen gesehen. Ich wäre so gerne so persönliche Rechtsanwaltsfachangestellte von irgendeinem krassen Anwalt. Ja. Schleimst du manchmal beim Chef? Nee. Also ich muss sagen, also wofür? Also gerade arbeite ich ja nicht, aber bei meinem damaligen Chef. Ich habe mich, bei dem einen war es so eine Hassliebe, also wir haben uns auch sehr gestritten, wir haben uns auch gegenseitig sehr angeschrien, aber der war auch schon oft für mich da. Weil wir nur zu zweit in der Kanzlei waren. Ja. Was heißt natürlich, irgendwo schleimst du doch immer manchmal bei deinem Chef, wenn du irgendwas haben willst, irgendwie, wenn du Urlaub haben willst oder weiß ich nicht.